weiter. Ich vermute mal irgendwo hier. Danke für deine Nachricht. Ich kann es kaum erwarten, dich wiederzusehen. Ich bewache hier immer noch die Ska-Propheten. Ich habe dir das noch nicht erzählt, aber bei meinem letzten Schicht habe ich mit ihr geredet. Ich habe sie gefragt, warum sie das macht. Warum sie ihren Leute nicht einfach sagt, dass sie die Waffen niederlegen sollen. Sie fingen dann mit dem üblichen Ska-Mist an, dass wir zurück zur Natur müssen und dass wir uns zu sehr auf Maschinen verlassen und so weiter. Aber dann hat sie gesagt, dass sie keinen Krieg will und dass der Tag des Ausbruchs ein Wrackruf war, aber nicht alle aufgewacht sind oder so ähnlich. Es wurde gerade interessant, als der blöde Leaves reinkam und mich angemacht hat, weil ich mit ihr geredet habe. Aber als er sie angeschrien hat, hat sie ihn nur angelächelt, sogar als man sie in eine andere Zelle gebracht hat und die anderen Wachen sie beschimpft und herumgeschubst haben, hat sie nur ganz ruhig gelächelt. Es war unheimlich. Alle sagen, dass sie verrückt ist, aber ich sag dir, was seit ich mit ihr gesprochen habe, verstehe ich, was sie meint. Verstehe mich nicht falsch, ich glaube, dass ihre Anhänger total durchgeknallt sind, aber sie hat etwas an sich, das einen packt. Ich habe gehört, dass man sie jetzt an einen sicheren Ort bringen will. Wir sehen uns zu Hause, sei vorsichtig, Sally. Okay. Wer ist Sally? Durch dich wurde eine Verrückte zur Märtyrerin. Ja. Ja, mitnehmen. Gewehrholster kennen wir doch. Nehme ich mit. Ist auch. So, was haben wir hier noch sonst? Nur ein Klo. Okay, erledigt. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Jetzt muss ich gerade nachdenken. Hier hin. Meine Propheten, bitte gewähre mir, könntest du? Vielleicht ist es unmöglich, worum ich bitten möchte, aber ich muss dich bitten, segne die Wolves mit deiner Erkenntnis, deiner Weisheit, deiner Liebe, auf dass sie ihren selbstsüchtigen Wegen abschwören und ihre Waffen niederlegen. Mögst du Frieden in die Welt bringen. Das ist voll die Prophezeiung. Ohne Scheiß. Ihr wollt Frieden? Kein Thema. Bleibt auf eurer Insel. Das ist so ein Modumaso-Gedönszeug? Keine Ahnung, ey, ehrlich. Okay, so, das ist doch krass. An was haben die hier geglaubt, frage ich mich hier mehr. Ja.
Das ist alles so mysteriös. Ey, wirklich. Da könnte man echt denken, das wäre echt ein Märtyrer dran gewesen. Alter. Das ist einfach krass. Krass, aber auch cool. Nee. Ah, wo geht's hier weiter? Verdammt nochmal. Rüberjumpen. Wohin? Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Wohin? Bestimmt hier runter. Und dann hier durch. Ja, Gegner. Sichert den Weg zum Märtyrertor. Du beschützt uns alle. Moment mal. Lass mal überlegen, wo ist denn ein Gegner? Ich hab doch da einen gehört eben. Ich geh mal hier so ein bisschen vorsichtig entlang. Nein, 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 nein. Nee, du hast nichts gesehen. Ach du Scheiße. Komm, sei still. So, still sein. Dich sowieso. Nehme ich mit. Was ist sowas hier? Wer pfeift denn da immer? Da oben. Alter. Er leckt mich doch mal am Schlong. Woher soll ich das wissen? Ja, 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 ja. So. Über hier. Ah, nein. Okay. So, heilen ganz schnell. Im Gebäude. Das war so klar. Nein, ich habe mir Mühe gegeben. Dann muss ich jetzt hier nochmal so ein bisschen auf die andere Seite. Ich guck mich hier mal um. Denn die Beine habe ich jetzt umgebracht. Vorsichtig hier lang gehen. Weiß ja nie, ob hier noch jemand ist.
Nee. Scheint echt leer zu sein. Ach, komisch, ist gar keiner. Warum da drüben? So viele Bücher, so viel unnützes Denken. Okay. Nein, und denk daran. Oh. Nicht! Oh. Nemo, ein Hund auf hier! Hier drin! Und Schuss. Genau. Nee, hier oben durfte keiner sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier jemand ist. Sie versteckt sich irgendwo. Okay. Da. Und? Was mich denn mal. Aufgehen? Stück Scheiße. Danke. Verdammt. Ganz schnell heilen, Alter. Bin ja voll in Schwierigkeiten. Nee, die Stelle machen wir jetzt noch. Krass. Einfach nur krass. Ja, ist klar. Oh, fuck. So, nochmal heilen. Bringt ja nichts. Ja, ey, ist so pennerhaft, ey. Echt pennerhaft. Ohne Scheiß einfach. Nee, wisst ihr was? Ich höre hier an der Stelle auf. Wir haben echt jetzt ein paar Dinge aus ihrer Vergangenheit jetzt erfahren. Haben echt viele Dinge gesehen und ich finde, das reicht erstmal für das Erste. Beim nächsten Mal, denke ich, machen wir diese Stelle weiter. Ich finde das höchst spannend, was hier noch zu zeigen und zu machen ist. Und ja, das dürfte jetzt Part 66 sein ungefähr. Ich weiß nicht, wie lange das Spiel aktuell gehen wird. Gar keine Ahnung. Ich weiß es einfach nicht. Ich lasse mir Zeit. Und es wird cool. Ich kann mir noch vorstellen, dass da noch einige Stellen kommen, die echt anspruchsvoll werden, die echt schwer werden und schwierig werden. Kann ich mir ganz genau gut vorstellen. Aber das werden wir dann wahrscheinlich morgen weitermachen. Auf jeden Fall, es ist mir einfach momentan ein bisschen zu heiß und darum, ja, höre ich jetzt auf für heute. Ja, deswegen danke fürs Zusehen, Daumen nach oben dalassen, ein Abo dalassen wäre schön und eure Meinung. Ja, haut rein, bis dann und